Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM22. Wir haben heute ein paar Spiele auf dem Plan. Nur La Liga erstmal, mal schauen, ob wir vielleicht auch Club Brügge hinkriegen oder vielleicht sogar noch Osasuna. Schauen. Kommt ein bisschen drauf an, wie langsam das teilweise geht. Gibt was Neues. Ich habe einen neuen Physiotrainer für unsere U19 mit Sebastian Treiber, hat 20 und verdient 1000. Ein Tausi. Hol mir noch einen neuen Chef-Gegner-Analyst mit Luis Julian. Borja Gomez, neuen Gegneranalysten und Katsikas, neuen Chef-Physio für die B-Mannschaft. Die kommen jetzt gleich. Heute spielen wir gegen Villarreal als erstes. Die sind auf 8, die sind direkter Konkurrent aktuell. Und das wäre schon ganz gut, wenn wir so ein Duell dann auch gegen die direkten Konkurrenten gewinnen könnten. Die spielen anders als wir nicht europäisch. Haben sehr viele Unentschieden bisher geholt. Und ich habe schon aufgestellt, so spielen wir heute. Hoffe mal, das wird gut laufen. Auf geht's. 7 Änderungen sind's im Gegensatz zum verlorenen Europa-League-Spiel gegen Club Brügge. Ja, das war auch schon so ein Ding. Nicht schön. Aber mal gucken. 4-1-4-1. Renato Sanchez, Malinowski, Gerard Moreno, ne? Müsste es sein. Yep. Moy Gomez ist auch dabei. Gelson Martins, wow. Und wir schwimmen mal in Türkis und der Einwurf geht direkt zum Gegner. Ruiz hat gut aufgepasst. Marinov. Guter Ball auf Sonora, dachte ich erst, aber er nimmt das Tempo leider nicht mit. Peray, Vicente, auch wieder kein guter Ball, weil er den Spieler nicht mitrennt. Heute viele Spieler, die lange nicht von Anfang an gespielt haben, wie beispielsweise auch Vicente. Oh, kriegen wir den noch? Ja, den kriegen wir noch. Ganz schön Hickhack hier. Marinov, schade. Ich habe vorhin so gekrümelt, ne, als ich Frühstück gegessen habe. Das ist schrecklich. Ich brauche mehr Platz, ich brauche einen Esstisch. Ja, 2-0 Schüsse, 0-0 aufs Tor. 0,19 XG waren diese zwei Schüsse, die wir bisher abgefeuert haben. Wer hat jetzt mal einen Freistoß kurz ausgeführt? Olmedo und Franco, der Struggles hat, den Ball aber irgendwie auf Olmedo bringt. Ja, vielleicht jetzt mal. Nee, wir lassen uns zu viel Zeit mit diesen Aktionen auf der Außenbahn. Rücken sehr weit auf, das ist unser Spiel. Ist natürlich riskant. Aber die Bälle kommen aktuell an. Mikautadze, schöner Ball, Sonora! Nice! Führung durch Alan Sonora in der 31. Und wunderschöner Schuss, ne? Schön an die Unterkante der Latte. Das sind mir die liebsten Schüsse, ehrlich gesagt. Oh, geil. Sehr schön. Aber wir müssen aufpassen, Villarreal ist gefährlich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die, wenn das Ergebnis so bleibt, bis zur 60. dann umstellen werden. Und auf wahrscheinlich ein 4-2-3-1 gehen oder ein 4-3-3. Jungs, nicht selbstzufrieden werden. Nehmen sie alle an, sehr schön. Ich habe übrigens vor diesem Spiel super, super, super viel kritisiert bei vielen Spielern, dass die Form nach unten zeigt. Viele spielen heute nicht, muss man dazu auch noch sagen. Aber vielleicht hat es ja ein bisschen geholfen. Kabic kommt rein. Villarreal hat bisher noch nicht umgestellt, wundert mich. Hat aber jetzt auch eine gute Freistoßchance und Gieski Lane klatscht sich den Ball selbst rein. Wir haben mal wieder den Bug mit den Trikots, also schwarz heißt gleich Villarreal und gelb auch. Zählt natürlich. Zählt nicht? Was? Abseits! Pau Torres! Was? Ich wollte es ehrlich gesagt nur jinxen. Ah, war er es doch? Ah, okay. Sorry, Gieski Lane. Ich dachte, es wäre dein Fehler. War nicht dein Fehler. Alles gut. Und Medo wird gehen. Boto würde reinkommen. Ach, das ist Kabic. Ja, ich weiß nicht, wie dieser Bug passiert, ne? Aber er passiert halt. Also ein paar FM. Was ist los? Also ein paar von den schwarzen Trikots sind auch noch von uns. Können wir den rausnehmen? Warum ist der FM dieses Jahr so verbuggt? Kann man den rausnehmen vielleicht? Ja, klappt nicht, ne? Ne, steht nur da. Schade. Sonjora wird gehen und Kongna wird reinkommen. Julian heute nicht dabei. Dann kommt noch gleich Vujicevic. Ich werde jetzt schon mal auf Zeitspiel gehen. Das war natürlich gerade sehr, sehr knapp von Paco Alcácer.
Jetzt haben sie umgestellt auf ein 4-3-1-2. Viel müssen wir nicht mehr durchhalten, Jungs. 5 Minuten Nachspielzeit. Boah. Noch eine Szene. Ungerne, auch wenn wir den Ball haben. 2 Minuten noch, die wir überstehen müssen. Marinov verpasst leider den Entscheidungsschlag. Und wir haben nochmal eine Szene und es ist unnötig, weil wir haben eben schon einen Boto-Einwurf gesehen, der direkt zum Gegner ging. Dieses Mal geht er zu Andersen, zu unserem Spieler. Okay, ja gut, das. Ist das Apfelfeilight? Müsste, ne? Oh, echt abseits jetzt in dieser Szene. Zeit ist abgelaufen. Wir haben nicht gewechselt. Das ist hoffentlich eh abseits. Schiri? Dankeschön. Knappes Ding gegen Villarreal, aber wir gewinnen. Natürlich, ehrlich gesagt, war das nicht so toll. Schön, dass sie es annehmen. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir da super, super viel liegen lassen und zu viel zugelassen halt auch. Ne? Allein die Szene davon Alcázar, als er dann frei aufs Tor schießen durfte, nachdem unser Innenverteidiger den Ball einfach zu ihm gepasst hat. Boah, sehr glücklich, dass wir daraus kein Gegentor kassiert haben. Aber alles in allem sieht's gut aus. 3 Punkte. Eigentlich müssten wir so oder so jeden anderen Wettbewerb komplett vernachlässigen und versuchen, extrem auf Champions League zu pushen, wegen dem Geld. Dieses Antrittsgeld in der Champions League, das brauchen wir unbedingt. Barça hat verloren gegen Real. Cadiz ist jetzt an uns rangerückt mit Valladolid, aber es sind ja auch erst 10 Spieltage. Das war jetzt das 8. Spiel in Folge, welches wir nicht verloren haben. Mikrotadze braucht dringend eine Pause. Ja, ich werde den Spielern, wo es schlecht aussieht, mal eine Pause geben. Aber ob er auch eine Pause bekommt, eine richtige, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Granada auf 17 wird schwierig werden. Katsikas kommt zu unserer B-Mannschaft. So sieht übrigens aus. 20 bei Physio. Mehr ist ja auch nicht relevant beim Physio. Hier gibt es nichts Neues. Ribeiro hat bei Arenas rot bekommen. Reiht sich ja damit auch in die Spieler ein, die generell bei uns immer rot bekommen. Und dann holen wir noch Borja Gomez. Und dann fehlt, glaube ich, noch der eine Chef-Gegner-Analyst, der jetzt kommt. Sehr schön. Dann haben wir die alle durch. Und dann bin ich eigentlich relativ zufrieden mit den Mitarbeitern der ersten Mannschaft. B und U19 müsste ich nochmal genau durchschauen. Als nächstes geht dann für mich erstmal voran, dass wir was für die Nationalmannschaft machen, dass ich da nochmal durchschaue. Dürfte ich vielleicht mehr Physios, mehr Scouts haben? Das wäre halt so gut, wenn wir auf 18 Scouts hochgehen könnten. Das würde mir so helfen. 15 ist nicht schlecht. Wirklich nicht. Aber ja, echt, Boto. 12, 11. Ich würde aber gerne weiterhin Schnelligkeit trainieren bei ihm. Hat einen schwachen linken Fuß. Ja, nee, brauchen wir nicht. Mentoring-Gruppen wollte ich eh nochmal anpassen, wenn ich den Kader besser geplant habe. Das hier sollte eigentlich. Ach so, wir haben jetzt noch keinen, der alle Trainingsdinger macht, ne? Ah, ja, machen wir einfach hier, zack. Dann wird die Entlastung wieder perfekt ausbalanciert. Und ja, Vicente sollte mal den schwachen Fuß trainieren. Klingt gut. Condé glaube ich nicht. Mann, Vorstand, bitte. Gib mal mehr Scouts. Was soll ich denn noch für euch machen? Ey. Wir sind halt schon in der Europa League. Wir haben schon ein solides Finanzergebnis. Wir müssen auch kein neues Stadion bauen, ne? Wir können auch abblasen. Aber ja, die wollen einfach nicht. Bis wann läuft mein Vertrag eigentlich noch? Bis 2028. Vielleicht könnte man da mal einen neuen verhandeln. Vielleicht hilft das dann ein bisschen. Aktuell dürfte es ja gut sein. 1 plus bei der Zufriedenheit des Vorstands. Also würde jetzt keinen Grund sehen, warum sie es mir, ja, ablehnen wollen. Was verdiene ich momentan? Momentan verdiene ich 6,25 die Woche. Ja, gerne auch in echt. Ja, mach mal 10. 5 Jahre vielleicht? Ja, 4 Jahre passt. Jupp.
Wäre halt schön, wenn wir dann noch jetzt neue Scouts bekommen würden oder mehr Scouts bekommen würden. So, Vertrag ist unterschrieben. Ich glaube, ich werde das Spiel gegen Barca relativ herschenken, sage ich mal. Sehr viel rotieren, damit wir komplett fit sind gegen Club Brügge. Weil ich glaube, gegen Barca wird es eh sehr schwierig werden. Wobei die momentan ein bisschen im Formtief sind. Aber ich habe gerade noch gesagt, die Liga müsste eigentlich Vorrang für uns haben. Es nützt mir nichts, wenn ich ins Achtel- oder sagen wir mal Sechzehntelfinale der Europa League komme und da halt sofort rausfliege. Da wäre das halt immer noch mehr Geld, wenn ich jetzt Europa League sofort weglasse und auf die Champions League in der Liga pushe. Ich glaube, das sollte ich eher machen. Ein Nuri müssen wir rausnehmen. Ich glaube nicht, dass der seinen Fitnesstest, wobei ich habe gar nicht drauf geachtet. Nö, ist komplett tot. Sonst, ja, schwierig. Sonst lasse ich es jetzt einfach mal so. Am Ende des Tages haben sie halt gerade immer noch irgendwie gewonnen. Schauen wir mal. Aber Granada wird schwierig, ne? Sehen wir auch daran, dass wir das letzte Spiel gegen die anscheinend verloren haben. Und Granada ist halt auch unten auf 18 und wir haben uns schon angestellt gegen Vallecano. Gegen Levante haben wir uns angestellt, gegen Gijón und Sociedad. Also, das ist gerade dieser Bereich, der uns überhaupt nicht liegt. Also ich glaube, alle Gegner unterhalb von Platz 11, würde ich sagen, sind für uns absolut schrecklich zu bespielen. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht weiß, wieso. Schön von Sonjola. Guter Ball auf Mikau Terze. Kann er was daraus machen? Mikau Terze! Oh, schießt daneben. Schade. Muss eigentlich der Führungstreffer sein. Schöner Ball. Eigentlich, das ist Abseits, oder? Anscheinend nicht. Viel Platz für Peray. Olmedo. Oh, sehr schön. Hatte gerade überlegt, ihn rauszunehmen, ne? Für Hugo Boto. Hat sich gelohnt, ihn drin zu lassen. Sehr schön. Das sah ein bisschen komisch aus. Marinov macht endlich sein erstes Saisontor. Schreckliche Saison von ihm. Aber ja, ist halt auch noch 19, ne? Logisch, dass der inkonstant ist. 20 ist er mittlerweile. Ja, schwierig. Entweder du nimmst halt junge Spieler und... ich werde mal Mikau Terze gleich rausnehmen, so um die 5. Leute, könnt ihr mal please draußen chillen? Entweder halt, ich nehme junge Spieler und habe dann halt in ein paar Jahren vielleicht einen sehr, 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 sehr guten Spieler. Oder ich nehme halt alte Spieler, die halt sehr, sehr viel kosten und bei denen ich mir auch nicht sicher bin, ob die halt immer gut performen. Das ist immer so ein. Ist immer eine schwierige Entscheidung. Und ich entscheide mich dann halt meistens lieber für die jungen Spieler. Aber der Mix, der macht's halt, ne? Alleine fürs Mentoring, beziehungsweise halt für das Kader-Gesamtbild. Vujicic kommt rein für Mikau Terze. Hat leider eine sehr gute. Ja, das hat sich angedeutet, als man das gesehen hat. Hat leider eine sehr gute Chance vergeben, Mikau Terze. Und leider kommt Granada nochmal ran. Schlecht verteidigter Standard von uns. Vicente wird auch rausgehen. Schlechtes Spiel von ihm, 6,2. Hauptsache jetzt Granada noch zurückhalten, nicht, dass die nochmal rankommen jetzt und das 2-2 machen. Das wäre höchst unverdient. Haben erstmal Harit kaputt getreten. Oh, Kabic kommt rein, macht gleich mal so einen Fehler. Vujicic kriegt den Ball geschenkt. Kein guter Ball auf Marinov. Und jetzt darf Granada noch meine Unterzahl wohlgemerkt. Pitta und er macht natürlich das Tor und wir sind die schlechteste Mannschaft aller Zeiten, wenn es gegen Gegner geht, die in der unteren Tabellenhälfte sind. Es ist unfassbar, wie wir halt gegen jeden scheiß Gegner nicht gewinnen können. Und ich möchte mal anmerken, ne, der 11. Spieler von Getafe, der liegt hier rechts irgendwo. Die spielen in Unterzahl und machen gerade da den Ausgleich. Meine Fresse, Jungs. Was soll die Scheiße? Franco in die Mitte, nicht gut.
Ruiz, lass dich Zeit. Kognar wird noch gleich reinkommen für Saniola, der den Ball jetzt aber gut spielt. Kabic. Die Frage ist, war das Abseits, war das kein Abseits? So wie uns der FM hasst aktuell, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall Abseits. Aber das Tor gibt's, meine Fresse, ihr Vollidioten, ey. So fucking unnötig halt, dass wir jetzt unbedingt noch das dritte Tor machen mussten. So, das ist okay. Engesan kann ich halt nicht rausnehmen. Ich nehme mal Vajes rein für Marinov, für die Fitness quasi nur. Jetzt lasst bitte nichts mehr zu, ihr Vollidioten. Granada halt mit 0,45 XG zwei Tore gemacht, typisch. Und haarscharf gewinnen wir dieses Spiel. Das war wieder zu wenig, Jungs. Ja, das ist halt das Problem, ne, bei jungen Spielern. Klar müssen die sich entwickeln, aber wenn du halt fast nur junge Spieler hast, gerade jetzt auch durch die Gegebenheiten mit Andorra, du musst halt schaffen, dass die Vollidioten das auch hinkriegen, mal in so ein Spiel halt nicht zu verkacken. Das ist halt so, so schwer. Und haben wir auch schon oft genug nicht geschafft. So, Jeskilein war mal wieder schlecht. Ich kann ihn allerdings nicht kritisieren oder nicht bestrafen. Nur Vicente kann ich bestrafen. Für seine sehr schlechte Leistung. Die akzeptiert er wenigstens auch. Werte gehen wenigstens ordentlich hoch. War Vicente eigentlich auch einer derjenigen, die noch ausgeglichen hatten? Jupp, schade. Ach Mann, ey. Das war echt knapp, ne? Weiß nicht, was das soll. Simeone wurde entlassen bei Sociedad. RIP. So, für die nächste Partie möchte ich mal wieder Kognar sehen. Kabic. Und ja, dann würde ich mal wieder Juan Fernandes reinnehmen. Ich glaube, so ungefähr für Barca. Also ich werde nicht rotieren. Ich will den Fokus wirklich auf die Liga legen. Ainuri ist wieder im Teamtraining drinne. Hier wird ein bisschen gelobt, wenn die gute Trainingsnoten hatten. So. Das Schöne ist ja eigentlich bei Vicente, dass er halt sehr konstant ist, ne? Also laut Scouting-Bericht hier. Das Problem ist, er ist halt konstant scheiße. Also die Saison für ihn, ne? 6,6 in der Euroleague, 6,57 in 8 Spielen in La Liga ist schon... Naja, es ist halt wirklich scheiße. Sorry, aber ist so. Ja. Was? Ha. Also Olic verteilt schon wieder hier die Punches, aber... Logisch wird Cadiz wahrscheinlich nicht mehr in unserem Safe Meister. Was ist das denn für eine Aussage? Real Madrid gegen Valencia und Athletic Bilbao gegen Celta Vigo. Dann haben wir auch schon gleich die Kadernominierung. Ja, nur unentschieden bei beiden Teams hier. Heißt, wir könnten punktgleich mit Real Madrid werden, wenn wir gegen Barca gewinnen. Ich würde mal behaupten, das wird nochmal schwieriger werden als Granada, auch wenn die Gegner uns natürlich etwas besser liegen. Aber Barca ist dann nochmal eine andere Ecke. Also gegen Barca haben wir uns bisher immer angestellt. Was gibt's hier? Vujicic, positive und negative Eigenschaften zu seinem Charakter zu bekommen. Mehr Ehrgeiz, mehr Professionalität, mehr Fairplay, mehr Anpassungsfähigkeit, etwas streitlustiger, nicht mehr so gut mit Druck. Okay. Er ist zielstrebig. Ich weiß nicht, ob er das vorher schon war. Ah, das sieht gut aus. Und Lopez hat sein Temperament jetzt besser unter Kontrolle und konzentriert sich jetzt mehr auf sein Spiel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wurde Manager des Monats. Hey.
Mentoring-Gruppen werde ich dann halt gleich nochmal machen, wenn ich den Kader nochmal richtig geplant habe, damit ich weiß, wer dann halt wo spielt, ne? Weil es macht jetzt halt keinen Sinn, wenn wir, sagen wir mal, Jeskilane als Mentor nehmen, auch wenn das jetzt ein schlechtes Beispiel ist, weil er halt scheiß mentale Wert hat und dann im Sommer weg ist. Wer ist Nico? Nico. Nico ist Nico. Aber weiß ich gerade nicht, ne? Hat er noch einen anderen Namen? Nico, ja, vielleicht habe ich mal Nico Iglesias gehört, aber boah, Barca hat immer viele Spieler, ne, von denen du halt nicht immer auch was hören musst am Ende des Tages. Nur weil der, findest du es nicht gut. Nur weil der Spieler halt, ja, na, wo weißt du nicht, oder der Spieler war gerade gut. Nur weil der Spieler halt im FM gut ist, muss es ja nicht heißen, dass der in echt auch definitiv was wird. Wobei man natürlich dabei sagen muss, der FM hat schon wirklich sehr, 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 sehr gute Scouts, die oft ein starkes Händchen haben. Also, was die frühzeitig an Talenten entdecken, ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und ich würde auch behaupten, das steht vielen Profiklubs in nichts nach. Wenn nicht sogar Topclubs sogar. Ich meine, wenn du dir anguckst, wie einige Vereine halt scouten, dann denkst du dir halt, what the fuck, Leute. Oh, ich glaube, diese Karte hat viel Platz. Pedri auch. Und Kabic verursacht einen Elfmeter. Eieiei, Kabic stark, stark, stark begonnen, aber lässt gerade richtig krass nach. Habe ich eigentlich Match Sounds an, oder habe ich das gerade falsch gehört? Nee, habe ich nicht. Ja, das ist leider drin. Frankie de Jong 1-0 und jetzt wird es wahrscheinlich so werden, dass wir auf Schadensbegrenzung gehen müssen. Ich finde das hier auch so ulkig, ne? Hier Spanien-Flagge mit Andorra-Logo und dann Andorra-Flagge. WTF halt. Ach, Garbage. Wir haben einen Dicker verletzt. Sorry. Ja, bei Garbage, ne? Die ersten Spiele jetzt, sagen wir mal, vor den letzten beiden Folgen hätte ich gesagt, auf jeden Fall 1000%ig kaufen. Jetzt muss man wieder ein bisschen abwarten. Also ich bin sehr froh, dass wir alles selbst in der Hand haben mit der Kaufoption. Ich werde die nochmal auswechseln. Ja, ist nicht so wirklich ereignisreich hier, ne? Mikautadze ist auch nicht so gut dabei. Gut, hängt vorne durch, ne? Also, ich glaube, dem können wir gar keine Vorwürfe machen hier. Vorsicht, Jungs. Yusuf Demir macht es 2-0. Ach ja, gut. Das hat sich dann damit auch erledigt. Ich hätte sonst nach der Szene höchstwahrscheinlich auf Offensiv gestellt, um zu versuchen, irgendwie den Ausgleich zu machen. Aber ja. Der Elfmeter hat es halt komplett kaputt gemacht, ne? So früh gleich hinten zu liegen gegen Barcelona. Was sollst du daraus halt machen? Gegen ein Team, was wirklich sehr, sehr stark ist, was uns bisher immer in Schach gehalten hat. Gegen alle anderen, ne? Sagen wir mal, bisschen abzüglich Bilbao, haben wir uns nie krass angestellt. Selbst gegen Real Madrid hatten wir meistens gute Ergebnisse oder sehr stark mitgehalten. Nur Barca war halt das Team, was uns immer große, 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 große Probleme gemacht hat. Ja, schade. Auf zum nächsten. Das Barca-Spiel schnell abhaken. Gefühlt 3 Minuten war das Spiel. Dann machen wir jetzt weiter mit Brügge. Ja, Abwehr ist auch nicht so gut. Ne? Warum kassieren wir so viele gelbe Karten halt auch? Ich glaube, ich werde mal demnächst versuchen, das harte Tackling rauszunehmen. Weil die gelben Karten bringen uns schon manchmal ein bisschen an den Rand der Verzweiflung. So, Brügge werde ich im 4-1-4-1 bleiben. Kongna werde ich rausnehmen. Ich werde dann Julherme auch reinnehmen. Ich glaube nicht, dass er auch komplett fit wird, Kollege Kongna. Aitnuri möchte ich mal sehen für N'Gessan. Malinov kommt rein. Vicente kommt rein. Wird mal wieder Zeit für ein bisschen Löland. Und dann muss man mal schauen, wie
wie fit der Rest wird. Hier interessiert uns das noch nicht. Ich schaue erst auf die Tabelle, so sagen wir mal, ab dem 16. Spieltag. Bis dahin ist er noch ein bisschen. So, das sind momentan unsere Verletzten. Die kommen zum Glück alle sehr schnell wieder. Kaderplanung müssen wir jetzt am Mittwoch machen. Und da sind dann hoffentlich wieder sehr viele dabei. Ich glaube, wir haben momentan kaum Verletzte, weshalb wir nicht mehr den quasi Stammkader nehmen können. Cadiz hat gegen Villarreal gewonnen, ist damit an uns vorbeigezogen. Und Hacking wurde bei Atletico Madrid entlassen. Bin mal gespannt, ob dann vielleicht mal demnächst ein Jobinterview eintrudelt. Reputation müsste jetzt langsam mal soweit sein. Wobei, jetzt ist die Frage, kümmert's die KI, wenn ich gerade eben meinen Vertrag verlängert habe bei Andorra? Und kümmert's die, dass ich Nationaltrainer bin? Das glaube ich nämlich schon. Mal gucken. Ludogorets ist übrigens unser Gegner in der Youth League. Ribeiro ist jetzt spanischer Staatsbürger. Oh, okay. Schön. So nötig. Aber okay. So, unser Kader für Andorra. Den machen wir mal ganz schnell. Wir nehmen Keeper mit. 3. Alvarez, Rabelo und Salinas, das ist richtig. Rechtsverteidiger, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Dann nehmen wir José Carlos raus. Nehmen... Bin ich blind? Ja. Hugo Boto mit. Und ich würde Nunez mitnehmen, aber ich glaube, ich muss erst jemanden rausnehmen wieder. Jupp. Schauen wir mal. Erstmal die Innenverteidiger. Da sind eingeplant Juan Fernandez, Pablo, Alavedra und Moreira. Das ist richtig so. Lopez ist ZM. Dann Linksverteidiger sind Iago und Sicardo eingeplant. Da geht Garcia raus. Ach, Sicardo kann ich natürlich, nevermind, den kann ich rausnehmen, weil der ja gesperrt ist, weil er auch so ein Genie ist. Dann nehme ich Garcia wieder mit. Für die linke Seite. Da bräuchte ich dann noch... Ja, wobei, wenn Iago da... Ach, Iago habe ich gar nicht. Dann muss Iago mit. Damit wir auf links Iago und Garcia haben, anstelle von Sicardo. So, dann Stürmer, Valo und Funes. Barbera gehört nicht dazu. Dann nehme ich mal jetzt schnell wieder Nunez mit, nachdem ich Neymar noch nicht gerade nominiert habe. So, Sturm ist fix. Jetzt gehen wir auf die linke Außenbahn. Da nehmen wir Valles und Gallardo mit. Valles ist drinne, Gallardo ist drinne. Garcia war da, das ist richtig. Okay, rechte Seite haben wir Trigueros und Vicente. Sind auch noch vom letzten Mal drinne, denke ich mal. Nee, Cristobal nicht. Dann nehmen wir Joao Lopez raus, genau. Und Cristobal Vicente mit. Und dann jetzt nur noch die ZMs und dann dürften wir fertig haben. Da brauchen wir Jill Herme und Barba. Jill Herme ist hier. Mhm. Jill Herme, Barba, dann Colin und Lopez. Colin und Lopez. Und auf der 6 habe ich Angel und Marc Carrillo. Da müssten wir was ändern, denn wir hatten einen nicht zur Verfügung beim letzten Mal. Deswegen geht Ribeiro raus. Wobei der nicht schlecht gespielt hat, also den merken wir uns auf jeden Fall. Wobei ich da vielleicht sogar, ich glaube, ich packe lieber einfach nur Angel Carrillo raus, weil der hat mir nicht so gut gefallen. Und pack Marc Carrillo rein. Und dann haben wir unseren Kader, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe. Jupp, müsste passen.
Ich hätte vielleicht noch vorher fragen können, ob die Kesne vielleicht möchte. Aber ich glaube nicht, dass er möchte. Schauen wir mal ganz kurz trotzdem. Du Kesne. Brudi, hast du Bock? Nee. Wie sieht's mit Ivan Gill aus? Können wir da mal fragen? Nö. Kann man nur aus dem nationalen Pool entfernen. Könnte ich denn jetzt überhaupt noch? Ja, ich könnte. Ich weiß nicht, warum Ivan Gill da ist, ohne dass ich was machen kann. Vielleicht hat er sich einfach entschieden, dass er nichts machen möchte in seinem Leben, in Sachen Nationalmannschaft. Salinas hat sich leicht verletzt. Nicht so schlimm. Ja, Verletzungssorgen, ich denke, das ist Unsinn. Die kommen ja alle innerhalb von ein paar Tagen wieder. Nur im Hinspiel. Zwischen unserer U19 und der U19 von Ludogorets. Ich würde sagen, die beiden Spiele machen wir noch, ne? Dann können wir nächste Folge nämlich rein Nationalmannschaft machen. Und dann haben wir mal wieder einen schönen Temposchub. Müsste dann auch langsamer anfangen mit den Spielern zu scouten, die vertragslos sind im nächsten Sommer. Vielleicht ist da ein schöner Schnapper dabei. So, und jetzt Club Brügge. Also wenn wir weiterkommen wollen in der Europa League, dann müssen wir dieses Spiel jetzt hier gewinnen. Conference League wäre sonst unser Ziel, weil was anderes wäre noch gar nicht möglich. Celtic hat ordentlich auf den Sack bekommen in der vergangenen Partie gegen Newcastle. Kongenan kann noch nicht. Fitness sieht nicht gut, aber auch nicht schlecht aus für diese Partie. Michał Tadze braucht halt dringend eine Pause, ja. Kann ich verstehen. Es sind mal 5 Änderungen und nicht 6. Also, auf geht's. Haben schon mal einen Eckball und machen den auch rein. Juan Fernandes. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. 82 Sekunden hat's gedauert. Nee, Quatsch, 72. Es waren sogar 71. Sehr, sehr gut. Erstmal. Wären damit jetzt punktgleich und wären vor Club Brügge aufgrund des Torverhältnisses. Aber wir haben noch ein bisschen zu spielen. Marinov, den bekommst du. Auf geht's, Brudi. Renn und renn. Ah, Löland, Marinov. Wo ist die Lücke? Gefühl Club Brügge mit allen Spielern, die sie haben im 16er. Sonjora, Aitnuri, irgendjemand muss die Lücke finden. Ja, sieht gut aus. Vicente versucht in die Mitte zu legen. Peray kriegt den Ball nochmal geschenkt. Peray. Ah, Aitnuri! Jawollo! Nice. 2 zu 0. Sehr stark. Wir haben jetzt hier Club Brügge ein bisschen rauslaufen lassen. Richtig gut gemacht von uns. Und dann halt Nuri, ja gut, dann hätte es gar nicht gebraucht, dass die rausrücken, wenn er halt eh aus der Distanz abzieht. Aber sehr stark. Sehr schön. 2 zu 0 Führung gegen Club Brügge. Sehr, sehr gut. Genau das halt, was wir im ersten Spiel gegen Brügge nicht gemacht haben, ne? Die Tore. Wir hatten ja so viele Chancen, aber wir haben die Tore einfach nicht gemacht. Lange Flanke. Vicente legt in die Mitte. Findet dabei aber nur einen Verteidiger von Brügge. Nee, Konterchance für Brügge, aber Sonjoda passt stark auf. Geht heute viel über unsere linke Seite mit Aitnuri Madinov und auch mit Sonjoda. Da kriegt Sonjoda nochmal den Ball. Schön in die Mitte gelegt. Vicente trifft mit seinem Kopfball leider nur den Querbalken. Ei, Krei. Was macht Newcastle Celtic? Dürfen wir nicht gucken anscheinend. So wie es aussieht, würde ich aber sagen, die spielen momentan unentschieden, weil ich glaube, die hatten vorher, ah ja, noch keinen Punkt. Wir gehen in die Halbzeit rein mit einer Führung von 2 zu 0. Deutlich verbessert im Gegensatz zum ersten Spiel gegen Brügge. Jetzt haben wir gleich die nächste Chance. Mikau Tatze.
der übrigens sofort rausgehen wird, wenn es 3-0 steht. Aber ich glaube auch so wird er demnächst rausgehen. Marinov. Schöner Ball, Mikautadze. Nice, das dürfte kein Abseits sein. Ziemlich sicher sogar, dass das kein Abseits ist. Schiri, bitte enttäusch mich nicht. Jawohl, sehr schön. Ja, zu Hause halt, ne? Zu Hause geht's wieder. Marinov, Mikautadze, nicht mal ansatzweise abseits. Weiß nicht, was der Schiri da gucken wollte. Sehr gut. Zeig mal nochmal die Auflösung für abseits. Also, nee. Das sehe ich aber halt auch mit zwei Augen zu. So, Vujicevic kommt rein. Haben wir ja schon angekündigt für Mikautadze. Weil Medo wird auch das Spiel wobei, lassen wir mal. Sonjola geht und Jelherme kommt. Sonjola momentan stark in Form. Oh, Celtic führt gegen Newcastle. Nicht so schön für uns. Würde ich behaupten. Rein in Sachen Sicherheit für Conference League. Oder Sicherheit Platz 3. Jelherme, schade. Was hätten wir noch? Eigentlich hat hier jeder genug Spielpraxis, ne? Ich werde mal Fernandes rausnehmen, wenn er dann eh wieder viele Spiele macht in Sachen Andorra. Jelherme! Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube leider, jetzt würde ich sagen, es ist abseits. Aber ich habe kein Recht. Sehr schön, 4-0. Und ein Nuri mit einer Vorlage. Starkes Spiel von ihm. Gefühlt die höchste Note, die wir jemals von einem Linksverteidiger hatten in diesem Save bisher. Mit 8,8. Eben sogar mit 8,6 schon. Mittlerweile kam auch Anderson rein für Juan Fernandes. Ein Nuri nochmal rein und da macht Anderson sogar das 5-0. Yo. Und man fragt sich so ein bisschen, wo war das im ersten Spiel gegen Brügge, ne? Sehr gut. 5-0. Kommt sogar das 6-0. Wir spielen uns halt gerade in den Rausch. Oh, ja. So viel dazu. Ein Nuri. Jelherme, Vujicevic, Marinov. Da hat er richtig Bock gehabt. Newcastle hat den Ausgleich gemacht in der 76. Und scheinbar ist es dann dabei geblieben, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Sehr starkes Spiel, Boys. Saustark. Hier blieb bei einem 1-1. Also 5 Punkte Vorsprung auf Celtic. Punktgleich mit Brügge, aber wir haben jetzt halt den direkten Vergleich und die Tordifferenz. Also sobald wir punktgleich sind, sollten wir eigentlich durch sein. Ganz, ganz wichtiges Spiel von uns. Jetzt noch Newcastle und Celtic. Vicente hat sich leider einen Muskelfaserriss an der Leiste zugezogen. 6 bis 9 Tage, dann dürfte er für das Estland-Spiel wieder fit sein. Wir kriegen 630.000 Euro, ganz wichtig, auch wenn es nicht viel Geld ist. Aber gerade da wäre die Champions League natürlich unfassbar wichtig. Was kriegst du für einen Sieg? 2-6, ne? Ich glaube, sie haben es doch mal deutlich angehoben. Ich glaube, 2-6 sind es sogar, die du bekommst für einen Sieg. Und ich glaube, für einen Unentschieden kriegst du auch sogar schon 1 Million oder so. Also das Geld in der Champions League ist halt so sexy, ne? Da verkaufst du dich sehr gerne für. Schauen wir mal kurz. Barca spielt ja wahrscheinlich Champions League. Jupp. Ja, 2,8 Millionen sind sogar und 930.000 für einen Unentschieden. Also selbst wenn wir uns da nur durchmogeln mit Unentschieden, es würde halt schon so viel Geld geben. Oh, Arribas ist für die Spanien U19 unterwegs. Das gefällt mir sehr gut. Heißt, wir haben da gar nicht so einen schlechten Spieler. Trainingsnote ist sehr schön, 8,19. Also wir kommen so langsam in Fahrt. Training wurde mal wieder bei Lopez gelöscht, warum auch immer. Muss man nicht verstehen. Und Juan Fernandes wird natürlich auch gelobt für seine 9,25. Cadiz hat weiter vorgelegt, die sind wieder in Form. Werden natürlich trotzdem nicht Meister, so wie Olic gesagt hat. Osasuna und wir treffen auf Pablo Rodriguez. Oh, der bisher 5 in 7 hat. Oh oh, shit. Oh oh. Hilfe.
Mich warnt Böses. Sehr Böses. Osasuna ist auf 10, wie auf 5. Sieg wäre extrem wichtig. Wir haben jetzt extra nicht rotiert, ne? Also großartig rotiert gegen Barca. Trotzdem halt verloren. Estland und San Marino sind dann gleich unsere Gegner in der nächsten Folge für Andorra. Das hier ist falsch. So wie es immer falsch ist. Wollen wir nochmal ein 4-1-4-1 spielen gegen Osasuna? Ich meine, Offensivpower haben wir anscheinend genug, wenn wir gerade 5 Tore gemacht haben. Ich meine, es lief gerade so gut. Mal schauen, was die Fitness sagt. 4-2-3-1 bei unserem Gegner. Also komplett können wir nicht, aber ich würde es trotzdem machen. Mit Kabic und mit Boto. Kongna kommt mit für Vicente, sage ich mal. Und Nghessan kommt für Olmedo mit. Spielpraxis ist mittlerweile echt schon ordentlich hoch, ne? Gerade mal Vujicic und Kongna sind nicht so perfekt dabei. Rabedo klammer ich mal komplett aus, ne? Weil der wird eh nie ein Spiel für uns machen. Ja, würde ich schon sagen. Marinov ein bisschen im Auge behalten. Weiß ist ja dann bereit. Ich hoffe, dass ich den richtigen Riecher habe, dass ich jetzt wirklich im 4-1-4-1 bleibe. So, Osasuna auf 10, wie auf 5. Spieltag Nummer 13, let's go. Könnten punktgleich mit Real werden, allerdings spielen die heute Abend noch gegen Celta Vigo. Müssen an Cadiz dranbleiben, wir wollen diesen vierten Platz. Osasuna startet wieder besser. Kotatze hängt durch scheinbar. Mal schauen, wie es ausschaut. Löland. Kabic hat Platz, hat sehr viel Platz. Ja, nimmt den Schuss nicht, aber Boto! Mit dem schwachen linken Fuß macht er ein richtig starkes Tor. 1-0. Wow. Hat hier selbst den Einwurf, leitet den Angriff dann auch ein über Peray und Kabic, der hier nicht selber schießt, sondern Boto mitnimmt und dann so ein Schuss von unserem Rechtsverteidiger. Der als schwachen Fuß. Ja, passabel. Passabel ist gut. Passabel hat halt. Krass. Sehr schön. Stark. Hat sich auch gleich erstmal gelb geholt. Da möchte ich mal kurz reinklatschen, dass er vorsichtig in die Zweikämpfe gehen soll. Und ja, ich glaube, ich werde das mal probieren, dass ich das überall rausnehme, das harte Tackling. Kommt vorbei am Gegner Kabic. Am zweiten dann nicht. Ball bleibt in unseren Reihen. Über Sonjoran Marinov geht's zum nächsten Angriff. Kabic. Nee. Oh, Standards waren wir zuletzt nicht gut. Und Jeskilein steht wieder sonst irgendwo. Meine Fresse, der Typ ist so schlecht. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich sogar, dass wir im Winter noch den Keeper wechseln. Wie viele Gegentore wir uns schon wegen Jeskilein gefangen haben, ist nicht schön. So, Pablo Rodriguez kommt rein. Und wir haben ihn sofort kaputt getreten. Ei. Au. Uff. So, hier ist Pablo Rodriguez. Er hat sich selbst kaputt getreten. Er hat sich nicht richtig warm gemacht, oder was? Eieiei. Uff. Budimir ist jetzt Stürmer für Pablo Rodriguez und vorher für, ich habe keine Ahnung. Mikautadze. Guter Ball auf Kabic. Direkt gespielt, verstehe ich überhaupt nicht, war sehr unnötig. So, jetzt nächste Chance. Kabic. Nee. Oh, Boto ein bisschen weit weg von Pau. Hier sind wir weit weg. Kommen gerade nicht in die Zweikämpfe, das dürfte hoffentlich Abseits sein. So oder so werde ich aber auf das 4-3-3 gehen. Das 4-1-1 hat leider nichts gebracht. Ja, Tor aberkannt. So,
So, Perai geht, Kongna kommt. Und dann kommt höchstwahrscheinlich gleich Vajas, es sei denn natürlich, dass Marinov jetzt am Tor beteiligt ist. Kavic lässt sich oft Zeit in diesen ganzen Dribblings. Meistens behauptet er die Bälle. Aber kann auch gerne mal früher abspielen. So, Bote. Hat Platz. Nimmt die Flanke. Marinov scheitert und ja. Deswegen geht er natürlich jetzt auch endgültig raus. Auch Engesan kommt rein für Aitnuri, der heute dann nicht seine Leistung aus der Champions, aus der Europa League bestätigen kann. Haben schon dreimal gewechselt jetzt. Wahrscheinlich die letzte Szene so wirklich für uns. Kavic geht nicht einmal hoch. Oben wäre viel Platz für Hugo Botto. Da muss der Pass aber natürlich auch ankommen. So schenkt man eher Osasuna den Angriff, die sich auch Zeit lassen. Ich hatte jetzt eher mit dem langen Ball gerechnet. Wir gehen nicht ran, wir pressen auch nicht wirklich gut. Lassen Osasuna kommen und kommen. Jetzt hat Duarte viel Platz. Sehr viel Platz, darf auch einfach durchgehen. Oh, und dann treffen sie zum Glück das Lattenkreuz von außen. Oh, wow. Ich stelle auf sehr offensiv. Erstmal geht die Szene weg. Toll. Juan Fernandes gut aufgepasst. So, komm. 2,5 Minuten nur noch. Nicht blöd hinten rumspielen. Starker Ball, komm. Vajes, Kongna, oben ist Platz. Kavic, das ist abseits. Und, oh Gott. Michał Tadze, dein Ernst? Echt jetzt? Leider nur ein Unentschieden gegen den Tabellenzehnten. Wir treten auf der Stelle. Da war mal wieder mehr drin. 4-1-4-1 war dann doch nicht die richtige Entscheidung. Nach dem Torfestival in der Europa League geht hier wieder gar nichts. Starkes Ding von Hugo Botho, aber sonst war die Offensive eigentlich komplett abgemeldet. Sehr ärgerlich. Ach, schade. Sehr, sehr schade. Wer war richtig schlecht? Jeskinen hätte eigentlich eine 6,0 verdient für das Gegentor mal wieder. Sehr, 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 sehr nervig, wie oft er diese Fehler macht. Aber ja. Kennen wir ja leider nicht anders von ihm. Ich werde mal schon anfangen, nach Torhütern zu scouten. Vielleicht kriegen wir da was hin für unsere. Oh, gut, Geld ist ordentlich runtergegangen durch die ganzen Mitarbeiter. Schwierig. Können wir vielleicht mal anfragen für mehr? Es kann halt nicht sein, dass ich so wenig Geld habe, Leute. Ich gehe mal noch 2 Tage nach vorne. Guck, ob wir eventuell die Budgets bekommen, denke aber leider nicht. Nach dem 13. Spieltag sind wir jetzt auf Tabellenplatz 5, 2 Punkte von unserem Wunschplatz entfernt. Cadiz ist momentan sehr in Form. Ja, ich will nur Platz 4. Was anderes möchte ich gar nicht. Ich möchte einfach nur Platz 4. So, hier gibt's dann nichts Neues. Ich mache jetzt aber auch wirklich nicht lange. Ich möchte nur wissen, aber es müsste ja am Dienstag spätestens kommen. Raúl ist neuer Getafe-Trainer. Und zündet gleich erstmal jemanden. So, und wir kriegen. Oh! Doch, wir kriegen mehr Gehaltsbudget. Und das sieht gar nicht mal so wenig aus. Nice! Vorstand! Ey, Brutis! Ihr seid ja doch gar nicht so scheiße. Oh. Wir sind bereit, über den Betrag zu verhandeln, den wir dem aktuellen Budget hinzufügen. Ja, gut, natürlich, gut. Pass mal auf, jetzt nur 10k oder so. Ja, okay, ist ja.
Ja, gut. Ja, 460.000. Oh, krassi. Aber ja, ist okay, weil das Gehaltsbudget, das war das Wichtige. Sehr schön, dann haben wir ein bisschen mehr Geld. Dann können wir damit wirklich was machen. Gut, die 50 besten Spieler der Welt. Erling Haaland, Mbappé, Lewandowski, Musiala, Donnarumma, Bellingham, De Bruyne, Salah, Adeyemi und Kimmich. De Bruyne mit seinen 35, Salah mit seinen 34. Lewandowski mit seinen 38. Kimmich ist mittlerweile auch schon 31. Was haben wir hier noch? Harry Kane ist noch dabei. Ja. Noch kein Regen, ne, unter den ersten 30. Das ist krass. Auch nicht unter den ersten 40. Dafür Ciro Immobile mit seinen 36. Echt jetzt? Wir haben keinen Regen in den 50 besten Spielern der Welt im Jahre 2026? Echt? Ah, das ist ein wenig überraschend, finde ich. Casemiro mittlerweile bei Manchester United. Na gut. Wir haben mehr Geld bekommen. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Das ist perfekt sogar. Jetzt noch ein bisschen Kaderplan und dann sieht das schon gar nicht mal so schlecht aus. Und dann mal gucken, ob wir schon was machen im Winter. Ist ja noch ein bisschen hin. Gerade da müssen wir auch erstmal schauen, ob das dann Sinn macht wegen den Spielern, die vertragslos sind, falls da ein Interessanter dabei ist. Aber da werden wir uns dann erst in 2-3 Folgen drum kümmern. Gut, also bis zur nächsten Folge. Dann sehen wir uns mit Andorra gegen Estland und San Marino wieder. Bis dahin. Tschüss.